glaube, ich muss jetzt nicht lange um heißen Brei herumreden. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, sowas brauche ich nicht von irgendwelchen Flüssigkeiten, die vielleicht auslaufen in Notfallsituationen. Das kann euch wirklich den Arsch retten. Hey Leute, ich bin's Tom. Ich zeige euch heute mal die 10 Dinge, die ich auf jeden Fall immer im Bus habe und die quasi die Basic-Ausstattung für jedes Abenteuer sind. Aber bevor wir ins Detail gehen, zeige ich euch erstmal, wo ich die Sachen verstaue, denn hier gibt es ein ziemlich cooles Fach dafür. Die Dreiersitzbank kennt ihr ja nun schon, aber unter der Dreiersitzbank gibt es noch 3 Verstaumöglichkeiten, und zwar in diesen Fächern hier. Und in eines der Fächer habe ich alle meine Basics drin. Die Sachen, die ich euch jetzt zeige, die habe ich quasi immer mit dem Bus dabei. Die haben jetzt nicht wirklich unbedingt was damit zu tun, wenn wir jetzt auf Tour gehen, sondern die habe ich standardmäßig mit an Bord, weil ich glaube, dass man die auf jeden Fall braucht. Eine der wichtigsten Sachen sind hier in dem Fall Mülltüten. Weil was ich ganz wichtig finde, dass wir unseren Müll, den wir produzieren, und das ist sowieso schon viel zu viel, dass wir den auf jeden Fall dort, wo wir sind, wieder mitnehmen und einfach ordnungsgerecht entsorgen. Es gibt nämlich so viele Schmarotzer und Vollidioten auf dieser Welt, die ihren Müll einfach nicht mit nach Hause nehmen, beziehungsweise ordnungsgerecht entsorgen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die sich zu fein dafür sind oder ob es so unbequem ist. Ganz ehrlich, packt euch eine Rolle Mülltüten ein. Erstens für euren eigenen Müll und zweitens vielleicht auch für den Müll von anderen. Seid doch mal die besseren Menschen und an den Orten, wo ihr euch aufhaltet, schnappt euch mal eine Mülltüte und sammelt den Müll von anderen mal mit ein, um die Natur endlich mal von diesem Scheiß zu befreien. Ich habe mir auf jeden Fall als Challenge vorgenommen, dass ich bei jedem Drehort, wo ich bin, quasi eine Mülltüte voll mit Müll sammle und den dann ordnungsgerecht entsorge, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. So Leute, wir haben uns übrigens vorgenommen, dass wir jetzt bei jedem Drehort, wo wir sind, quasi Müll aufsuchen, um die Welt einfach ein Stückchen besser zu machen. Und wir gucken mal, wie viel wir hier in, ich sag mal, 5 Minuten, das ist jetzt die Challenge, finden. Ganz ehrlich, das ist das Ergebnis nach 5 Minuten Müllsammlerei. Ekelhaft, Leute. Ey, wenn ihr in der Natur unterwegs seid oder nicht zu Hause seid, nicht in eurem Wohnzimmer, Alter, schmeißt eure Scheiße nicht irgendwo weg, sondern nehmt die verdammt nochmal mit und packt die in den nächsten Mülleimer. Und ganz ehrlich, da bricht euch auf jeden Fall kein Zacken aus der Krone. Mülltüten sind echt nicht teuer, die könnt ihr immer mit an Bord haben und die kann man mal ganz schnell gebrauchen. Auch wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann wird denen vielleicht mal schlecht oder was auch immer. Ganz ehrlich, nehmt sie einfach mit, habt ihr zu Hause ja auch immer vorrätig, also darum packt sie auch in euren Bus rein. Jetzt kommt gerade schon die Sonne raus, da sind wir doch direkt beim zweiten Produkt, was ich immer mit dabei habe, denn das ist nämlich Sonnencreme. Da muss ich sagen, das war so die ersten Male, als ich mit dem Bus unterwegs war, den Artikel, den ich immer nicht dabei hatte, und habe immer Freunde gefragt, die schon länger mit dem Bus unterwegs waren, und die meinten ja, Sonnencreme ist auf jeden Fall ein absolutes Must-Have, weil man weiß nie, wo es mit dem Bus quasi hin verschlägt, wie die Wetterbedingungen sind. Und ganz ehrlich, wenn du 5 oder 6 Stunden der Sonne ausgesetzt bist, kannst du danach ganz schnell wie so ein Krebs aussehen. Ich bin sowieso ein relativ heller Hauttyp, darum bin ich da in der Sache auch ein bisschen empfindlicher und habe deshalb meine Sonnencreme immer mit dabei. Wie ihr wisst, habe ich eine kleine Tochter und gerade bei Kindern ist das natürlich auch super wichtig. Darum habe ich mich bei der Sonnencreme für einen Lichtschutzfaktor von 50 plus entschieden und natürlich auch für einen, der für Kinder geeignet ist. Sprich, er muss wasserfest sein, weil, wenn wir mal baden gehen, muss die Sonnencreme ja auch halten. Neben der Sonnencreme finde ich es aber auch ganz wichtig, gerade wenn wir so in Waldregionen unterwegs sind oder auch abends mit dem Bus irgendwo stehen, dass wir Mückenschutz mit dabei haben. Ich benutze als Mückenspray auf jeden Fall Antipro, denn das hilft nicht nur gegen Mücken oder Tropenmücken, das hilft nämlich auch gegen Zecken. 5 bis 6 Stunden etwa, und so kann ich quasi Abenteuern ganz entspannt entgegentreten und habe die Mücken nicht auf meiner Seite, was ich ganz sympathisch finde. Und es gibt ja Leute, die sagen, oh, sowas brauche ich nicht oder mich stechen die Mücken nicht. Leute, wart ihr schon mal wirklich in einem Wald unterwegs und da sind nur Mücken? Ich glaube, das geht euch ziemlich schnell auf den Keks und das muss halt auch nicht sein. Was ich an dem Produkt auch noch ganz cool finde, dass es für Kinder ab 3 Jahren bereits geeignet ist. Das ist nämlich auch ganz wichtig, gerade bei Kindern, weil wenn Kinder ganz viele Mückenstiche haben, das wird dann auch nicht so lustig. Was ich bei dem Produkt auch noch ganz spannend finde, dass es auch über Kopf sprüht, denn wenn wir die Beine oder sowas einsprühen, dann kommt es ja doch öfters mal vor, dass wir das über Kopf machen. Deshalb würde ich auf jeden Fall euch dieses empfehlen. Ich habe euch das unten in der Videobeschreibung aber auch nochmal verlinkt. Kommen wir doch direkt mal zum nächsten Produkt, denn das ist nämlich eine Toilettenpapierrolle. Die ist vom Packmaß nämlich genauso hoch, dass es in die Box reinpasst, was ich richtig gut finde. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht lange um heißen Brei herumreden. Alle, die schon mal richtig auf Klo mussten, die wissen, was es bedeutet, wenn man kein Klopapier dabei hat oder kein Taschentuch dabei hat. Dann wird es nämlich schnell ungemütlich und darum habe ich die immer eingepackt. Aber nicht nur für den Toilettengang, sondern auch zum Aufwischen von irgendwelchen Flüssigkeiten, die vielleicht auslaufen oder Essensresten, wenn die runterfallen bei der Fahrt, macht sich das auf jeden Fall ganz gut. In Kombination mit der Mülltüte ein absolutes Must-Have.
Was mich auf jeden Fall brennend interessiert, findet ihr das in Ordnung, wenn man quasi im Wald ist, mit einem kleinen Spat oder einer kleinen Schippe in eine Grube gerät, dort sein Geschäft verrichtet und dann mit dem Toilettenpapier sich quasi wieder sauber wischt, dass man das Toilettenpapier im Wald hinterlässt, das aber natürlich noch zugräbt? Findet ihr das in Ordnung oder welche Lösung habt ihr da? Ich bin super gespannt auf eure Vorgehensweise, quasi wie ihr das macht. Und mich würde da eure Meinung tatsächlich mal zu interessieren, ob das für euch in Ordnung ist oder ob ihr sagt, nee, da gibt es auf jeden Fall bessere Alternativen. Schreib du jetzt mal deine Meinung zu dem Toilettenthema mit Toilettenpapier im Wald in die Kommentare. Ich freue mich sehr darauf und versuche auf jeden Kommentar auf jeden Fall zu antworten. Das nächste Produkt ist wirklich lebensnotwendig und zwar ist das Thema Wasser. In meiner Basic-Kiste befindet sich auch immer stets 1 Liter Wasser, und zwar ein maschinell abgefüllter. Der ist nämlich länger haltbar, als würde ich jetzt Leitungswasser einfach nur in eine PET-Flasche füllen. Das finde ich auf jeden Fall eine ziemlich wichtige Sache, weil wenn ich 2-3 Stunden im Stau stehe und vielleicht spontan gerade nichts zu trinken dabei habe, draußen 40 Grad sind, könnt ihr euch sehr gut vorstellen, wie schnell die Spucke im Mund quasi weniger wird. Und darum denke ich, dass das auf jeden Fall absolut ein Must-Have ist für den Bus. Auf jeden Fall immer verschlossen halten, damit es relativ lange haltbar ist. Die Flasche hier ist jetzt gut 1,5 Jahre noch haltbar. Das finde ich ganz cool. Und dient auch absolut nur als Notfalllösung und nicht, dass ich jetzt jeden Tag aus dieser Flasche trinke, sondern nur in Notfallsituationen, falls ich mein Trinken auch einfach mal vergessen habe. Vom Packmaß finde ich die Flasche auch richtig gut. Die ist nämlich nicht so dick, die ist nicht so hoch und passt auch richtig gut in die Box mit rein. Aber neben der Sache, dass ich vielleicht etwas trinken möchte, kann ich das halt auch zum Herstellen von Kindernahrung oder halt auch für meine eigene Nahrung verwenden. Darum ist Wasser an Bord auf jeden Fall eine unerlässliche Sache. Gerade in dem Leben mit dem Bus ist es natürlich auch öfters so, dass wir irgendwo übernachten, weil das ist ja irgendwo auch Sinn und Zweck der Sache. Was brauchen wir also auf jeden Fall? Eine Taschenlampe. Die spannende Frage ist, wozu brauchen wir denn jetzt eigentlich die Taschenlampe? Klar brauchen wir die Taschenlampe, wenn es abends draußen dunkel ist und wir draußen noch etwas sehen wollen. Andererseits brauchen wir die aber auch in Pannensituationen, dass wir einmal unter das Auto gucken können, aber auch in den Motorraum. Der nächste wichtige Punkt ist, dass ich die Taschenlampe nicht nur draußen brauche, sondern auch im Bus, wenn ich wirklich was suche, was vielleicht gerade runtergefallen ist. Da hilft mir die Taschenlampe auch wirklich sehr. Die Taschenlampe brauchen wir aber auch dafür, dass wenn wir vielleicht spontan geocachen sind oder eine Nachtwanderung machen, dass wir was sehen. Vielleicht landen wir auch in einem Bunker oder so und da ist die immer nicht schlecht. Und wenn wir schon mal beim Camping oder beim Vanlife sind, gehört für mich natürlich auch ganz klar das Thema Autarkie dazu. Ich habe das jetzt noch nicht ganz so gut bei mir ausgebaut, aber was ich ganz wichtig finde, ist auf jeden Fall eine Powerbank. Ich habe mich hier für die Powerbank von Anker entschieden. Ich habe euch die unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar für eine Powerbank, mit der es mir möglich ist, mein Handy sowohl mehrfach aufzuladen, als auch meinen Laptop quasi über USB-C hier anzuschließen und darüber quasi noch Strom zu transferieren. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, dass ich einen USB-Anschluss oder einen Zigarettenanzünder im Auto habe. Ja, aber was ist, wenn der mal ausfällt? So habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ich nochmal unabhängig von dem Auto auch meine Geräte laden kann und mein Gerät halt auch nicht im Auto laden muss, sondern es auch draußen machen kann, wenn ich zum Beispiel gerade am Strand bin oder sonst irgendwo. Insgesamt kein ganz günstiges Produkt, aber auch nicht übertrieben teuer. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine der Basic-Ausstattungen, die in jedem Bus mit dabei sein muss. Ich habe euch das Produkt unten auch nochmal verlinkt. Ich glaube, ich kann mein Telefon sogar damit 6-mal aufladen und das ist schon eine ziemlich starke Leistung für so ein kleines Ding. Wenn wir schon mal beim Thema Handy sind, darf eine Sache im Vanlife auf jeden Fall auch nicht fehlen, und zwar sind das Offline-Karten. Ich habe hier eine ziemlich spannende App entdeckt, und zwar heißt das Maps.me. Da kann ich mir alle Maps im Vorfeld runterladen und habe die quasi offline auf meinem Telefon. Wir sind jetzt auch gerade hier im Wald und hier ist kein Empfang. Angenommen, ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme, kann ich auf jeden Fall mit diesen Karten mich hier raus navigieren lassen. Das finde ich eine ganz spannende Sache, und gerade wenn man mit dem Bus unterwegs ist, ist man ja auch abseits der Straßen so ein bisschen unterwegs. Und wir hatten öfter schon mal die Situation, dass das Navi einfach nicht mehr ansprang, weil die Internetverbindung fehlte. Ich kann euch also wirklich nur empfehlen, dass ihr euch eine App runterladet, wo ihr auf jeden Fall Offline-Karten drauf habt. Manche Apps sind kostenlos, manche Apps sind kostenpflichtig. Ich habe mit der hier sehr gute Erfahrungen gemacht. Und was ich auch noch richtig cool fand für den Bus, dass auch das CarPlay quasi mit der App funktioniert. Im Bereich der Apps interessiert mich eine Sache auch nochmal. Soll ich vielleicht mal ein Video darüber drehen, was ich für Apps für mein Vanlife nutze? Ich meine, ich habe mittlerweile schon, ich glaube, 5 oder 6 Apps, die ich regelmäßig nutze, wenn wir mit dem Bus unterwegs sind. Schreib du mal in die Kommentare, ob das für dich interessant ist, ein Video darüber zu machen, was für Apps ich nutze. Da wir uns mit dem Bus ja auf jeden Fall immer in der freien Natur bewegen, ist für mich auch noch ganz wichtig eine ärztliche Notversorgung. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit einem Verbandskasten zu tun, sondern vielmehr mit einer Basisausstattung, die ich immer mit dabei habe, dass ich in bestimmten Situationen einfach reagieren kann. Und ich würde sagen, wir werfen da einfach mal kurz einen Blick rein.
Da drin ist auf jeden Fall eine Nagelschere, eine Pinzette, wenn wir irgendwie mal Zecken irgendwo entfernen müssen, ein Nasenspray, eine Sache, die Magen-Darm-Sachen relativ schnell regelt, ein selbstklebender Verband, eine Wund- und Heilsalbe für kleine Verletzungen, ein Fieberthermometer, Schmerztabletten, die gleichzeitig auch gegen Fieber helfen und noch etwas gegen Durchfall. Und ich kann euch sagen, das kann euch wirklich den Arsch retten. Die Tasche hier fand ich übrigens ganz cool, weil die hat hier erstens so Klettflächen für Patches, aber auch diese Druckknöpfe, sodass wir sie auch im Bus an vielen verschiedenen Stellen anbringen können. Die ist vom Packmaß übrigens auch so klein, dass wir sie locker in diese Kiste reinkriegen. Und last but not least und eines der wichtigsten Teile für mich im Bus ist auf jeden Fall ein Handfeger. Der Handfeger ist insoweit unerlässlich, dass wir natürlich ganz viel Dreck immer in den Innenraum des Busses mit unseren Schuhen tragen. Aber auch kleine Kekskrümelchen oder sonstige Sachen kann man damit ganz schnell aus dem Bus fegen. Und was ich auch noch ganz cool finde, mit etwas Schwung schaffen wir es sogar, den Schmutz direkt aus dem Bus zu fegen. Ihr seht schon, der Handfeger ist unerlässlich und in vielen Situationen wird er euch wirklich helfen. Ja Leute, das war nun also mein Video zu meinen 10 Basic-Sachen, die ich auf jeden Fall immer im Bus habe. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest einiges an Mehrwert für dich rausziehen. Ich wollte an dieser Stelle vor allem nochmal Danke dafür sagen, dass wir mittlerweile so eine große Community sind. Ich finde das mega cool. Ich freue mich immer wieder über eure Kommentare, über euer Feedback oder wenn ihr mir tatsächlich bei Instagram schreibt und wir so ein bisschen in den Austausch gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Samstag um 8:30 Uhr wieder hier auf meinem Kanal. Ich wünsche bis dahin eine coole Zeit. Mach's gut. Ciao.